Heute gab es ja in der Ukraine auch die ersten Angriffe, soll es gegeben haben, von der Ukraine mit US-Raketen auf russischen Boden. Allerdings, was Taurus-Lieferungen angeht, also deutsche Langstrecken-Marschflugkörper, da mauert bislang der Bundeskanzler und verweist auf seine Richtlinienkompetenz. Auch das ist eine Frage, die in seiner Partei, in der SPD, kontrovers diskutiert wird. Und wir sind heute in Ludwigshafen. Dort gibt es eine Abendveranstaltung bei der SPD. Mara Benkert ist vor Ort. Natürlich wollen wir auch über die Kanzlerfrage gleich noch sprechen. Auch die ist kontrovers, aber bleiben wir erstmal in der Ukraine. Wie sieht man denn in Ludwigshafen die Frage nach Taurus-Lieferungen? Ja, das Nein von Scholz zur Taurus-Frage, das kommt hier in Ludwigshafen tatsächlich gemischt an. Ich habe mit zwei Abgeordneten sprechen können. Der eine war eigentlich ganz klar für die Taurus-Lieferung, der andere, der stand fest hinter seinem Kanzler. So fest hinter dem Kanzler stehen allerdings auch die SPD-Mitglieder aktuell nicht mehr. Also noch sagt er ja, er möchte der nächste Kandidat für das Bundeskanzleramt sein. Also ich klammer das mal ein noch, denn es gibt Gegenwind. Unter anderem ist er auch in Ludwigshafen zu spüren. Ja, die K-Frage, die ist natürlich auch hier ein großes Thema. Und auch da, habe ich gemerkt, gehen die Stimmen auseinander. Dazu habe ich aber auch vor der Sendung schon mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Christian Schreider sprechen können. Der hat ja in den letzten Tagen auch in den Medien für ganz schön Wirbel gesorgt. Herr Schreider, die Stimmen gegen Olaf Scholz als Kanzlerkandidat werden auch hier in der Region immer lauter. Wie kriegen Sie das hier in Ludwigshafen mit? Hat der Kanzler hier noch Unterstützung? Der Bundeskanzler hat unsere volle Unterstützung, gerade wie wenn er jetzt im internationalen Einsatz ist, für Verständigung und auch für Frieden wirbt. Ja, der Spiegel hat Sie mit den Worten zitiert, Sie können die Parteibasis nicht mehr dazu bringen, für Scholz Wahlkampf zu machen. Das haben Sie dann später beim SWR dann wieder dementiert. Was hat es damit auf sich? Der Spiegel hat ja nur vom Hörensagen berichtet und das leider falsch, deshalb habe ich das klargestellt. Und ansonsten handhabe ich das, wie ich das immer handhabe. Ich berichte nicht aus internen Sitzungen und dabei bleibt es. Ja, wie stehen Sie denn zu den vorgezogenen Neuwahlen? Hat der Kanzler den richtigen Schritt gemacht? Absolut der richtige Schritt. Ich bin froh, dass jetzt für Klarheit gesorgt wird, spätestens im Februar. Wir haben ja alle dank der Recherchen Ihrer Kolleginnen und Kollegen jetzt erfahren dürfen, wie kalt absichtlich die FDP auf diesen Bruch hingearbeitet hat. Deshalb bin ich froh, dass es da jetzt einen Cut gibt. Aber wir haben noch einiges vor, auch bis zur Wahl. Wir wollen noch die Steuern senken, die kalte Progression. Wir wollen Kinder, Familien unterstützen. Es geht auch um die Bahn. Das ist mein Thema. Da habe ich gerade letzte Woche wieder verhandelt, mit den Grünen sehr gut verhandelt. Da suchen wir jetzt Mehrheiten mit der FDP oder der Union. Und wir wollen vor allem auch die Schulden, die Altschulden von hochverschuldeten Kommunen wie Ludwigshafen auch senken durch Bundesunterstützung. Auch da hoffe ich noch auf eine Mehrheit. Die Mehrheit der SPD und der Grünen ist dafür. Und da suchen wir auch da jetzt noch für andere Mehrheiten. Und vor allem geht es auch um den Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor radikalen, vor extremistischen Kräften. Das ist ja auch genau das Thema, was uns heute hier Abend beschäftigt. Ja, es gibt ja auch ein Thema, was ja die ganze SPD viel beschäftigt und auch natürlich Sie hier in Ludwigshafen. Mhm. Ja, und das wäre natürlich die Frage Scholz oder Pistorius. Wie sehen Sie denn die Vor- oder Nachteile von dem jeweiligen Kandidaten? Wie stehen da Ihrer Meinung nach die Chancen? Wir haben mehrere gute Persönlichkeiten mit unterschiedlichen Profilen, allen voran unser Bundeskanzler, wenn er antreten möchte. Und da wird sicher bald eine Entscheidung geben. Wie geht es denn dann hier heute hier weiter, jetzt auch gerade mit der Hauptthematik von dieser Diskussionsrunde? Ja, wir bemühen uns um Strategien gegen Rechts, gegen Rechtsextremismus und versuchen da verschiedene Dinge auszuloten. Historische Dimensionen mit Klaus-Jürgen Becker, die gewerkschaftliche Dimension, aber auch die Perspektive der Sozialdemokraten, die ja seit 161 Jahren stark gegen Rechts kämpfen. Herr Schreider, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke.